Sauser stand von allen Wintertransfers bis jetzt am öftersten am Feld. Die fußballerische Karriere begann bei ihm bereits sehr früh. Ja, also ich glaube, ich als ganz kleines Kind schon. Also ich habe immer meinen Ball dabei gehabt. Meine Mutter sagt mir jetzt noch immer, dass ich mit dem Ball schon eingeschlafen bin als kleiner Junge. Und deshalb hat man es, denke ich, bei mir schon ziemlich früh gesehen, dass das meine große Leidenschaft ist. Meine Eltern, denen habe ich eigentlich am meisten zu verdanken. Die haben mich unterstützt, wo es nur geht, egal in was für Hinsicht das ist. Die haben mich zu jedem Training gefahren, zu jedem Spiel. Ja, aber nicht nur meine Eltern, sondern die ganze Familie, egal ob es jetzt Opa, Tante, Onkels, also da sind eigentlich alle hinter mir gestanden. Während andere Jugendliche sich für Dinge außer Fußball zu interessieren beginnen, wechselt Raphael Holzhauser mit 15 nach Stuttgart. Zweifel am Durchbruch hatte er nie. Ja, in Frage gestellt will ich jetzt nicht sagen. Ich bin ja schon in jungen Jahren nach Deutschland angewechselt, mit 15. Und da hat sich das Leben halt dann schon ganz für mich geändert. Also ich bin mit 15 Jahren ganz alleine in ein fremdes Land gegangen, habe dort eigentlich so gut wie keinen kannt. Und ich glaube einfach, ja klar, gibt es ja schon dann den einen oder anderen Tag, wo man vielleicht auch an sich zweifelt. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer die Unterstützung gehabt und habe gespürt, dass da mich alle unterstützen. Und deshalb war es immer mein Ziel, dass ich das jetzt geschafft habe. Da habe ich mich aber auch ganz bewusst für Stuttgart entschieden, weil die haben einfach einen guten Ruf, auch als Jugendausbildung. Und ich habe mir ja bevor ich dorthin gewechselt bin, das auch öfters angeschaut. Und da hatte ich einfach das beste Gefühl, dass ich mich da einfach schnell wohlfühle. Und so war es auch dann und ja, da habe ich meine letzten 5 Jahre verbracht und war jetzt eine schöne Zeit auf jeden Fall. Wie Raphael Holzhauser wechselten auch Philipp Hosiner und Julian Baumgartlinger früh nach Deutschland, um dann zurück nach Österreich zu wechseln und sich hier ins Rampenlicht zu spielen. Ob er sich an ihnen ein Beispiel genommen hat? Jeder Spieler musste einfach seinen eigenen Weg gehen, so wie der Zlatko oder der Baumi haben auch ihren eigenen Weg gemacht. So werde ich auch meinen eigenen Weg jetzt gehen. Ich sehe das einfach positiv. Ich habe einfach schon jetzt, denke ich, mit meinen jungen Lebensjahren schon so viel erlebt. Auch als Persönlichkeit bin ich da, glaube ich, extrem gereift. Habe deutsche Bundesliga spielen dürfen, Europa League für Stuttgart. Ich glaube, das sind schon halt so Schritte, die was ich auf keinen Fall bereuen werde in meinem Leben. Und ja, und jetzt freue ich mich einfach, dass ich hier bei der Austria bin. Wir sind gerade sicher nicht in der einfachsten Situation, aber ich glaube, zusammen kommen wir da einfach raus und deshalb müssen wir das jetzt positiv angehen. Es gibt ja sehr viele Philosophieunterschiede, wenn man verschiedene Experten fragt. Soll man möglichst früh als junger Spieler ins Ausland gehen oder soll man sich zuerst einmal in Österreich entwickeln, in Österreich Nationalspieler werden und dann den Schritt ins Ausland machen? Wie siehst du das? Ich glaube, das liegt auch immer am Typen drauf an. Wenn du schon bereit bist, in jungen Jahren den Schritt ins Ausland zu wagen, dann kann ich das jedem einfach nur raten. Aber es gibt auch natürlich andere viele Beispiele, die was da zuerst in Österreich sich durchsetzen und dann den Schritt ins Ausland machen. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen und ob das jetzt der richtige oder falsche ist, das glaube ich, kann man da nicht sagen. Raphael Holzhauser ist ein Spieler, der die Verantwortung sucht. Er schießt die Standards, er sucht Ballkontakte und er ist der Chef am Platz. Ich glaube, es ist auch von der Position her geschuldet. Als zentraler Mittelfeldspieler, glaube ich, ist normal, dass man da viel im Spiel drinnen ist, dass man da viele Aktionen hat. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach meine Stärke, dass ich Bälle fordere, Bälle verteilen kann, gute Standards. Aber ich weiß auch noch, dass bei mir jetzt an die letzten Wochen nicht so gelaufen sind, noch wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, dass noch viel mehr Potenzial in mir drinnen steht. Raphael Holzhauser spielte bei der Austria schon in defensiveren und in offensiveren Positionen. Wo spielt er eigentlich selbst am liebsten? Ja, am wohlsten fühle ich mich auf der Position, wo ich gegen Alltag gespielt habe, also in Zentral auf der Doppel-6, da der offensivere Part. Da fühle ich mich am wohlsten, da denke ich auch, dass ich der Mannschaft am besten weiterhelfen kann. Und ja.